Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem fast 50 Erhöhungskisten-Opening. Und ja, mein erstes Opening für die Erhöhungskiste. Ich habe jetzt in letzter Zeit ziemlich viele Probleme mit der Aufnahme und so. Aber ich hoffe, das ist jetzt alles geklärt und wir können in Ruhe diese 47 Kisten aufmachen. Weil es ist eigentlich nur... Es gibt eigentlich nur Probleme mit den Kisten, wenn ich gerade Kisten aufmache. Die sind nämlich irgendwie... weiß nicht, das wird die CPU ziemlich stark belastet. Die ist einfach schon von vorgestern und deshalb nicht mehr so viel zu gebrauchen. Aber keine Sorge, ich habe in den drei Kisten nur seltene Sachen bekommen. Ich dachte, das geht jetzt so weiter, aber jetzt haben wir sehr selten gleich am Anfang. Sehr gut, ja, jetzt scheint alles gerade zu funktionieren. Ja, scheint so. Mal schauen. Ist dann in Wirklichkeit ist, außer bei der dritten Kiste bin ich sehr knapp an Wet Paint vorbei geschlittert und da geht es auch schon wieder weiter mit den seltenen Sachen. So. Aber gut, so erscheint alles zu funktionieren. Ich bin froh. Ich sollte mir einfach endlich mal eine neue CPU zulegen. Aber das Problem ist dabei, dass. Weiter selten, okay. Noch nicht so gut. Ja, wenn ich mal eine neue CPU zulege, die ist nämlich auch schon so alt, dann müsste ich mir nämlich auch ein neues Mainboard zulegen und das kostet dann auch nochmal extra. Und ja. Ich meine, ich könnte das einmalige Investition. Ja, komm! Und bei der nächsten Kiste was Besseres als selten rauskommt, dann kommen wir mal sofort nach dem Opening einen neuen Prozessor und ein neues Motherboard. Mal schauen, das muss aber mehr besser als selten sein. Okay, gut. Passt, dann steht es also fest. Ja, okay, so kann man es natürlich auch. So kann man seine Entscheidungen, seine Probleme natürlich auch. Egal, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Hoffe ich. So, war aber nicht lackiert oder irgendwas. Das war natürlich auch Voraussetzung. Vergessen dazu zu sagen. So, und weiter geht's mit selten. Gut. Das aber dann das erste zum ersten Mal zertifiziert. Ging halt leider nicht bei Glückssterne und Dinones. Ja. Aber jetzt endlich. Krass. So, noch eine Sündwelle. Ist die vielleicht lackiert oder wieder normal? Wieder normal. Okay. Die schaut dann ganz cool lackiert aus und so, aber normal passt natürlich auch. So, ich habe in letzter Zeit ziemlich wenig lackierte Sachen bekommen. Und weiter Dino, supi. Ja. Das ist nicht so gut irgendwie, weil ich mache die Kisten auf für lackierte Sachen, weil wenn ich die Sachen so haben wollen würde, könnte ich auch einen Key hinblättern, um alle Items hier zu bekommen. Mittlerweile, vielleicht fast. Dino, wie ich glaube, einen Großteil von den Kisten haben wir Dino bekommen. Das gefällt mir nicht. Das ist alles andere als in meinem Interesse. Why not? Das gibt's nicht. Irgendwas läuft schon wieder schief. Hab dabei so ca. 80% selten und zweimal Import bekommen. Das ist nicht so, wie es geschrieben steht. Dann steht nämlich nur 50% selten. Was anscheinend geändert wurde. Für mich zumindest. Fick das Dino. Movement. Ich brauche auch gute Sachen. Wenn ich jetzt nochmal Dino bekomme, dann beende ich dieses Opening einfach, weil dann hat es ja keinen Sinn mehr. Weil es sieht nicht so aus, als. Ja, dann noch viel Spielraum für andere Items. Das ist nicht Dino, also... sag ich mal, mach mal weiter. Das gibt's ja nicht, urschlecht. In letzter Zeit wirklich schlecht. Am Anfang grauer Nimbus, weißer Gernot. Seitdem nur schlecht.
Alter, jetzt ist aber dann irgendwann genug. 14 Kisten, mindestens 8 mal Dino oder so. Wow. Okay, jetzt ist noch kommen, was nicht legit sein kann. Puh. Zum Glück noch die Aufnahme rund, aber das Opening ist dafür komplett. Alter, nein! Nein, das schneide ich alles weg. Dino, das muss alles weggeschnitten werden. Nein, das kann, ja, das geht nicht. Ich habe schon einen neuen Dino bekommen, Alter. Ja, normale Gernots bringt mir auch nicht viel. Bringt mir leider auch nicht viel. Alter! Ihr müsst dann Counter hingeben, wie oft ich Dino bekomme. Aber ich fürchte, so viele Zahlen gibt es leider nicht, dass ich das wirklich zählen kann. Puh. Das gibt's ja nicht. Sehr soll geht da dann. Ja. War irgendwie auch nicht so einfach, wenn die Hälfte der Items, die ich jetzt bekommen habe, nicht legit sein kann. Okay. Gebrannte Sirne lackiert. Das ist super. Toll, wir gehen in die richtige Richtung. Na, es ist einfach schlimm. Warum habe ich kein Glück eigentlich? Nein, ich will das nicht. Nein. Ich brauche irgendwas, was legit sein kann. Bitte, irgendwann einmal. Boah, nicht so gut. Ich wollte etwas, was lackiert sein kann, und da habe ich es. Nicht lackiert, aber zertifiziert. Ich brech gleich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, das ist furchtbar bis jetzt. Kann man Pech kaum fassen. Ich würde so sehr gerne in Pechsterne umbenennen. Nein, also ich brauche das gar nicht hochladen, wie das jetzt. Wer will das sehen, dass jemand 20 mal Dino in einem 40 Opening bekommt? Danke. Danke. Es ist danke eine Wiedergutmachung für die ganzen Dinos. Ja! Crimson, ja! Puh! Okay. Ja, das ist eine, das ist okay, das ist eine richtig gute Entschuldigung für die ganzen Dinos. Danke, okay, gerade nachdem ich sagte, dass ich das nicht hochladen muss. Okay. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Okay, gut. Das hat nur 27 Kisten lang gedauert. Und, okay, die Aufnahme stoppt schon wieder ein bisschen. Okay. Okay, gut.
So, nicht so ein großer Unterschied zu einem normalen Solar Flare, weil der einfach ein bisschen orangener ist, wenn das Sinn macht. Irgendwie nicht. Aber ja, das ist ein bisschen rotgleicher hier. Ja, geben wir die seltenen Sachen jetzt noch. Okay. 27 Kisten hat es gedauert, aber doch wieder gebrannte Sterne. Danke. Zum Glück Solar Flare nicht gebrannte Sterne. Das war. Doch noch hätte auch ein bisschen Glück dabei. Ja, jetzt bombardieren sie mich mit den seltenen Sachen. Bombardieren willst du die Bomben. Puh. Ah, und dann ist es auch noch lackiert. Puh, okay. Gut, gut. Na, endlich mal wieder ein Schwarzmarkt. Schon ewig lang her bei mir. Wieder selten. Wow. Pink. Sehr schön. Ah. Das gibt's jetzt aber nicht. Ein 1% Schwarzmarkt stimmt anscheinend, aber nur 50% oder sogar weniger selten. Das war bis jetzt aber nicht wirklich so. Das gibt's nicht. Na, ich sollte diese Kisten nicht mehr holen. Brannte sie ja zum dritten Mal. Danke für nichts. Ich sollte diese Kisten nicht mehr aufmachen, ich kriege eigentlich nichts mehr Gutes daraus. Sehr selten war mal wieder. Puh. Gut, das machen wir mal wieder ein bisschen an Zahn hier. Okay. War das nur ein einmaliges Ereignis oder. Bleiben wir bei höher? Okay, sind Duelle. Jetzt wird es wieder besser. Danke, danke. Haltest du halt mal ja nicht aus mit den ganzen seltenen Sachen. Leider wieder normal. So, Wet Paint vielleicht noch. Die Glückssterne sind nur ein Vorgeschmack auf Wet Paint, was wir gleich bekommen werden. Ziemlich sicher, ziemlich sicher. Ja, puh. Danke, dass du noch auf Bobs Rahmen weitergehst. Das ist auch nie lackiert. Das ist komisch. Zumindest Solar Flare. Ich brauche mir nicht aufbringen eigentlich. Wieder normale Gernot, mit denen ich nichts anfangen kann. Was zu Giveaway vielleicht? Das ist natürlich eine Idee, aber ob ihr Gernot braucht normale, ist halt dann wieder die Frage. Aber der ein oder andere braucht es vielleicht. Welle. Ist die vielleicht lackiert oder wieder normal? Orange oder gebrannte Sienna? Ich bin mir nicht sicher. Schaut so orange aus oder gebrannte Sienna? Ich bin mir nicht sicher. Müssen wir nachher nachschauen. Okay. Endlich mal was Gutes lackiert. Ja. Schlammi. Das ist immer wieder bei selten. Ich sollte eigentlich extrem viel Zeug haben, extrem viel seltenes Zeug haben zum aufwerten. Viel zu viele Dinos auf jeden Fall. Wieder schlampig. Pink. Super. Wet Paint war ja da oben. Ja, dass wenn du das einfach geben würdest. Noch ganz schnell. In Weißler geht zum Beispiel. Drittes Mal schlammig hintereinander. Okay, das geht natürlich auch. Oh Mann. So, so, so.
Animus. Okay. Sage ich auch nicht nein dazu. Ich kann mir vorstellen, dass den mehr Leute bei dem Giveaway haben wollen würden. Ja, es steht vielleicht irgendwas über einen Giveaway in der Videobeschreibung, also falls ihr dann auch schon. Dino, sind wir wieder da. Okay, Hunde gebildet jetzt auch noch, das ist klasse. Ja, ich glaube, mit den drei Kisten würde mir jetzt nichts mehr Tolles sein, wo ich einen Giveaway machen könnte. Also schaut einfach in die Videobeschreibung, da steht das dann darin. Also viele Nimbus brauche ich nicht. Jetzt mittlerweile ein paar. Und wenn ihr einen Nimbus haben wollt. Konkurrenz ist hier noch nicht so groß, denke ich. Ja, nicht lagiert. Okay, ich will ja nichts lagiert. Das ist der Solar Flare. Das war ganz gut. Noch irgendwas Gutes. Na, noch ein paar Glücksterne hinterher geschmissen fürs Aufwerten. Wow. Lief ja nicht so toll. Wir können auf neuesten. Habe ich jetzt meine neuesten Items schon oben? Oder Ninja Reif sind ganz oben. Das verstehe ich mal absolut nicht. Hallo, was ist da am neuesten, Alter? Da, unter denen dann, ne? Okay, okay. So, wir haben. Das schaut auch nicht nach dem neuesten aus. Egal, wir haben 4 Glückssterne. Nein, ich gebe das weg. So, wir haben Glückssterne und ein so ein Ding. Taktiker, das brauche ich nicht. Schlammig haben wir noch genug. Okay, machen wir Schlammig als nächstes 14 Mal Dino. Okay. Ich habe es, glaube ich, ein oder zwei Mal gehabt. Diskothek, leider nicht lackiert. Machen wir zuerst Schlammig. Ja, schön. Schier. So, Schlammig, endlich mal. Hier, das Pinken brauche ich nicht. Das Spielmacher brauche ich nicht. Und dann brauche ich das gebrannte Sinner Schildkröte Retro Sonne auch nicht. Stickerbombe als nächstes. Diskothek lackiert und zertifiziert. Schön. Retro Sonne haben wir noch was. Gebrannte Sinner brauche ich eigentlich beides nicht. Lila, gut. Pinke Stürmer, ich werde mal von mir auch noch auf. So, dann haben wir nochmal Retro Sonne eines. Normales Diskothek, oh, perfekt, wir sind noch immer auf Retro-Sonne, supi. Dann wollen wir noch einfach weggeben, mal kurz. Und erinnern noch drei Sticker-Bomben und einmal hellblau, ich weiß nicht, ob ich das brauche. Dann machen wir hier noch zwei Trade-Ups nachher, Dino. Normales Pops-Rahmen, nicht lagiert. Natürlich nicht. Fünfmal. Ja, Main zertifiziert. Ich kann einziges Mal Ritter beim Opening. Ja, komisch. Kobaltblaue, ja, Main und zertifiziert. So, das war's aber, glaube ich, so ziemlich, weil ich bin jetzt. Ja, ich behalte mal die Items jetzt doch schon. So, dann haben wir Diskothek Spur in Schwarz bekommen. Will ich mir nachher gerne anschauen. Zweimal normal, einmal Torhüter brauche ich nicht. Die anderen Farben behalte ich mal. So, die Angeber-Yamins können wir weggeben. Rip-Comic habe ich ziemlich oft. Okay, gehen sie noch zwei aus. Wenn ich da alles weggeben würde, na, schauen wir mal. Jetzt erst mal einen normalen Nimbus. Den ich gar nicht unbedingt brauche. So, Diskothek haben wir nicht mehr. Rip-Comic haben wir jetzt noch. Wenn du es ja nicht, also. Zertifizierte sind Welle. Ich lasse es aber. Nee, ich lasse es. Gehen sich zwei Trade-Ups aus. Das war orange sogar. Angeber, naja, nicht so gut. Ich habe gar keine Fini-Reifen mehr. Auch gar keine Fini-Reifen bekommen. So, 4-1 behalte ich mal. Da müsste ich Nimbus eintauschen, aber. Nein, die will ich euch geben. Gut, dann schauen wir noch, ob wir irgendwelche lackierten Reifen bekommen noch. Grau oder schwarze Gernots, ich glaube grau, die ich dann leider nicht mehr brauche, wenn ich schon Dings abtesten wollen, mal aber die Spur anschauen, glaube ich.
schwarze sind für. Na, nicht zu tun. Diskothek. naja. Das Grün schon fetziger und herbar sowieso. Gut, dann haben wir noch graue. Was sind schon so aus? Der Grauen so. Ja, die Grauen sind echt nicht so schön. Vielleicht sind die auch beim Giveaway dabei. Schaut in die Videobeschreibung auf jeden Fall. Pagianots. Ja, das will ich alles nicht. So, haben wir sonst noch irgendwas Tolles? Die Solar Flare, die war auf jeden Fall rot. Ja. Die ist aber gar nicht rot, hallo? Warum ist die rot? Hallo? Ah, jetzt ist rot. Okay, ja, schon besser. Ja, kann sich sehen lassen auf jeden Fall. Gut, dann hat es sich halbwegs gelohnt, würde ich sagen. Ich glaube, das ist noch so 30 Kies wert. Die kam jetzt in rot, also ein bisschen mehr. Sind Welle orange lockiert und die eine Spur in schwarz. Das war's so ziemlich. Schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung für das Giveaway und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Great Opening wieder. Ich hoffe, da habe ich mehr Glück und weniger Dinos in den Kisten und dann sage ich erstmal Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Pjörn. Ciao!